So, für uns ist es alle völlig normal, dass wir ein Gehirn haben, was sich in unserem Schädel befindet. Was uns aber nicht ganz so vertraut ist, dass unser Herz eine völlig autonome Steuerung hat. Also eine eigene Gehirnstruktur, die nicht hierarchisch dem Gehirn untergeordnet ist, sondern parallel dazu steht und simultan und völlig autonom läuft. Und das fällt vor allem auf, wenn wir mit Klienten arbeiten, die Rhythmusstörungen haben, die Vorflimmern haben. Und wo die Frage ist, wieso ist der Rhythmus gestört? Also wessen Rhythmus ist da eigentlich gestört? Ist es der Rhythmus der Seele? Wo finden wir die Steuerzentrale dafür? Und macht es jetzt Sinn, im Herzen da irgendeinen Strang zu verkochen, wenn dort irgendwelche unruhigen Bewegungen stattfinden, die wir so nicht wollen? Das heißt, wenn keine kontrollierte Herzschlag stattfindet, sondern eine Art unkontrollierte, schnelle Herzaktion stattfindet. Oder macht es Sinn, das mit Medikamenten zu unterdrücken? Oder macht es in diesem Fall auch Sinn, das ganz anders zu betrachten und zu schauen, inwiefern wir dieses Gehirn des Herzens erforschen können, wo es ist, wie es funktioniert, wie wir es auslesen können und wie wir es auch wieder synchronisieren können. So, und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir das natürlich auch auf die anderen Bereiche übertragen. Also wie sieht es eigentlich mit dem Bauch aus, mit der Intuition? Und wie sieht es mit dem Gehirn der anderen fünf, also der insgesamt fünf Intelligenzen aus? Also wir haben ja das Geistige, wir haben das Herz, wir haben den Körper, wir haben die Kreativität und die Intuition. Haben die alle eigene Steuerzentralen vielleicht? Und sind die alle auch auslesbar und wieder aktivierbar, wenn sie blockiert sind? Und das sind gute Fragen, das sind tiefe Fragen und wir haben auch gute Antworten und die schauen wir uns zusammen in dem Webinar an.